Vor genau 10 Jahren wurde in London der ehemalige russische KGB-Agent und spätere Putin-Kritiker Litwinenko ermordet. Heute, 10 Jahre später, hat ein Richter in London den Untersuchungsbericht zu diesem Mordfall vorgelegt. Und darin gibt es eine deutliche Linie zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, der das gebilligt haben soll. Neben mir sitzt Markus Benzmann. Er war lange Jahre Korrespondent im Gebiet der früheren Sowjetunion. Markus, ist dieser Bericht eine neue Qualität der Vorwürfe gegenüber Putin? Ja, ganz deutlich. Denn man muss sagen, dass zum ersten Mal von offizieller Stelle der Präsident der Russischen Föderation Putin und sein ehemaliger Geheimdienstchef Patruschew wahrscheinlich mit einer Ermordung in Zusammenhang gebracht wird. Putins Regierung pflastern Leichen, Oppositionelle, Juristen, Journalisten sterben. Und immer wieder hat man gesagt, steckt Putin dahinter oder nicht? Und jetzt hat man eine Aussage, dass er wahrscheinlich hinter dieser Ermordung steckt. Und das hat eine neue Qualität und unsere Politiker müssen sich fragen, wie sie mit ihm umgehen. Lass uns mal kurz auf den aktuellen Fall kommen. Da gab es ja 2 Tatverdächtige, die aber danach relativ unbehelligt weiterleben konnten. Nein, nicht nur unbehelligt, sondern geehrt. Also einer von ihnen, der das Polonium in den Tee gemischt hat, jetzt nach diesem Bericht, ist er davon überzeugt, der Richter. Der ist in der Duma. Abgeordneter in der russischen Duma und genießt Immunität, hat Orden bekommen und die werden in Russland als Helden gefeiert. Man hat diese beiden immer verdächtigt, aber jetzt durch diese Untersuchung ist das klargestellt worden. Was hat eigentlich Litwinenko gemacht, damit er ermordet wurde? Also Litwinenko hat unter anderem, und das hat die russische Regierung sehr empört, erklärt, dass Putin wohl auch hinter den Attacken auf die Wohnhäuser steckte, die eben Anfang seiner Machtergreifung seine Präsidentschaft gesichert hat. Ein spannender Fall. Noch mehr Hintergründe zur Rolle Putins als ehemaliger KGB-Agent, der auch im Verdacht steht, zu Terrormitteln gegriffen zu haben, finden Sie in einer großen Geschichte, die Markus Benzmann im vergangenen Jahr bei korrektiv.org gemacht hat.